Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei Amnesia. Und ich mach mal diesen Deckel hier auf. Tja, aber irgendwie ist ja gar nichts drin. Was passiert hier jetzt? Wow. Alter. Ich krieg's nicht mehr auf, ne? Es geht nicht mehr auf. Geh auf, geh auf. Nee. Alter, krank, krank, krank. Lass mich alle in Ruhe. Dankeschön. Zum Glück habe ich das gefunden, sonst hätten wir hier wieder zurücklaufen müssen. Und das wäre eklig geworden. Ja, ich häng fest. So. Okay, ich häng schon wieder fest. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Nochmal testen. Ja, es geht nicht auf. Keine Chance. Oh. Na komm her. Dich will ich haben. Komm zu Papa. Verreck mal, wenn man hier ins Wasser geht. Nee. So, das Wassermonster, oder? Nicht? Nö, okay. Da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Alter, ich weiß es jetzt gar nicht, ne? Nee. Okay, ist kein Wassermonster. Ich habe mich übelst getäuscht, wie immer. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Okay. Dann machen wir uns mal hier wieder raus aus der Bude. Ab geht die Party. Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. So, irgendwie scheint es heller geworden zu sein, ne? Oder bilde ich mir das ein? Wahrscheinlich schon. Aber egal, ich bin ganz gefestigt, ich freue mich, ich habe Spaß, ich find's super hier gerade. Und ich find's gut, dass es hier so ruhig ist. So, jetzt frage ich mich nur wieder, wie ich hier rauskomme. Was war das für ein Geräusch? Das Geräusch gefällt mir nicht. Schlecht. Hier geht's gar nicht lang. Alter, ich weiß gar nicht. Da existiert ein. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Alter, das war auch noch richtig gelaufen, ich dreh durch. Eben muss ich gestehen, Freunde, ich war noch gut drauf, ne? Also ich war gut drauf, aber jetzt habe ich Schiss. Penner! Da gehe ich bestimmt nicht mehr rein, kannst du vergessen. Alter, dieses Schwein. So, hier haben wir eigentlich alles abgeklärt, ne? Hier gibt's ja nichts mehr, soweit ich weiß. Oh, sehe ich noch eine tolle Schraubenzieher. Platsch, platsch. Okay. Hat einem natürlich wieder viel gebracht, ich gebe es zu. Boah, ey, man bin ich ganz schön angefangen zu schwitzen an den Händen und so. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Was so ein Vieh mit einem ausrichten kann, das ist schon interessant. Gut, die Ketten, die machen mir jetzt nichts aus persönlich. Wir sind wieder beim Hauptschiff. Und wir haben ja jetzt noch mehrere Tore, die wir durchlaufen können, glaube ich. Dann wollen wir nochmal hoffen, dass es nicht so gruselig wird. Alter, ich habe gar nicht gewusst, dass da Monster rumlaufen. Ich weiß nicht, ich spazierte die ganze Zeit so voll elegant entlang. So, ja, ist ja nichts dabei. Ach, egal. Ja, am Arsch. Auf einmal ist da voll was los. So, das hatten wir schon. Ich mache mal die Kerze hier an am besten. Damit ich nicht die ganze Zeit dieses Scheißding in der Hand behalten muss. Ich meine, hier waren wir ja, glaube ich, schon mal, ne? Ja. Kann man hier hinter gucken? Ist nichts, alles klar. Existiert hier noch irgendwo so ein Teil? Ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich auch was übersehen. Das könnte ja auch sein. Hier waren die ganzen Sachen jetzt so ekelhaft versteckt. Da bin ich mir jetzt unsicher, ehrlich gesagt. Ist da was? Nee. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben alles. Wie viel haben wir noch von dem Ding? 1, 2, 3. Okay, wir haben gerade mal 3 von diesen Teilen. Das ist scheiße. Was ich aber am schlimmsten finde, ist, dass wir gar kein Öl mehr haben für dieses verdammte Lampending-Dong hier. How are things coming? Where? Incredible. You found Raya's recipe. That there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go.
If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Okay, das habe ich jetzt null verstanden, ehrlich gesagt. Also entweder bin ich blöd oder er hat einfach nur Japanisch geredet. Das muss man mir nochmal kurz erklären. Agrippa, der sterbende Mann, braucht eine spezielle Tonikum, ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Gut, wissen wir. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzen hergestellt wird. Wissen wir. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Wissen wir. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Achso, ja, gut, da muss man die Kugel drauflegen, dann denke ich mal. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Ja, das ist dann wohl schon alles, was wir wissen müssten. Jetzt geht's mal hier weiter rein. Hallo. Boah, mich ärgert das jetzt ein bisschen, dass wir... Wo steht's? Dass wir jetzt hier kaum noch... Alter. Ärger mich nicht. Wir haben kein Lampenöl mehr, das ist richtig ärgerlich gerade. Okay, keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ist auch egal. Und hier gibt's auch nichts, das ist doof irgendwie. Ist auch kacke dunkel, das Spiel, hä? Kann man hier irgendwas machen? Oh, man könnte hier runterfallen, ja, das wäre natürlich eine Methode. Halt die Schnauze da unten! Ich komm dir gleich runter hier. So, Fleisch... Kann man das hier dran hängen? Okay, und was haben wir davon? Kurbel, 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 ja, Kurbel. Ja, hallo? Etwas. Lass das Seil los! Ja. Okay, ich kann es wieder einziehen, ja. Aha, Reste aufgehoben. Dankeschön. Wie, war es das jetzt oder brauche ich noch irgendwas davon? Cool. Und wo geht's jetzt hier hin? Querschiff. Ach Gott. Wir laufen jetzt querfeldein. Okay, war ein schlechter Witz, ich geb's zu. Aber egal, es war ein Witz. Ich mache so wenige Witze, da ist es schon ein Vorteil, wenn ich mal einen reiße. Egal wie schlecht er war, Freunde. Da muss man einfach drüber lachen. Oh. So, Freunde, nennt mir 10 Gründe, warum ich mich hier nicht wohlfühle. Grund Nummer 1, hier ist das scheiße. Grund Nummer 2, unsere Lampe hält nicht lang genug. Grund Nummer 3, hier ist es zwar beleuchtet, aber nicht schön beleuchtet. Oder ist das ein... Ja, alles klar. Ich such Lampenöl, Lampenöl, Lampenöl. Ich such. Alter, gibt's hier kack viele Türen. Ha, da laufe ich nicht lang. Nee, nee. Träumt mal weiter, da laufe ich nicht lang. Nö, nö, nö. Lieber nicht. Cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Okay. Ich habe entschieden, da gehe ich auch nicht lang. Scheiße. Irgendwie gibt es ja auch kein Lampenöl. Ich renne hier schon extra rum. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es so gut wie leer.
Tja. Ich renne jetzt einfach mal hier rein. Oh ja, Licht. Licht ist immer gut. Licht ist gut. Lampenöl, Lampenöl. Hier gibt es immer Lampenöl. Okay, ihr habt mir sowas. Sonderbüchse. Ich kann die Lampe nicht mehr benutzen. Ich kann die Lampe nicht mehr benutzen. Wo ist das? Ein Stück der Kugel, okay. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Okay. Also normalerweise dauert es ja mal ein bisschen. Also es dauert eigentlich ein bisschen, bis die Kugeln, die Schultern sich auskugeln, aber okay. Akzeptiere ich. Muss ich mir jetzt daran drehen? Welche Richtung? Hier. Was habe ich jetzt gemacht? Soll ich da jetzt irgendwas dranhängen oder was ist hier los? Ich drehe es mal in die andere Richtung. Da sollte man mal so ein Monster dranhängen. Das wäre doch mal eine Idee. Ja? Nee. Alter, das ist mies. Ach, so haben die das gemacht. Oh, mit Gewichten. Ja, dann... Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh Gott. Alter Freunde, ich sehe nichts mehr. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimon. Es ist vorbei. Was ist, wenn ich da hochgehe? Wow. Dann lauf doch mal hoch, Mann. Was ist denn los bei dir? Ja. Also irgendwie lässt sich hier gerade sehr schwer hochlaufen. Oh, schöne Gegend hier. Ja, hier fühle ich mich wohl. Hier kann ich bleiben. Ach du Scheiße. Ja, ja, diese ganzen Kreuzungen und sowas. Die waren auch schon mies. Wie sieht denn der aus? Mama? Papa? Nee, ganz bestimmt nicht. So, gehen wir mal da rein. Oh ja, hier kann man sich wohlfühlen. Hier ist eine Schnur. Alter, komm, hier muss doch irgendwo mal so Lampenöl geben. Da vielleicht? Nein. Da vielleicht? Nein. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, mal hier drinnen gucken. Nein. Nein. Oh. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Es hemmt, achso, ja, egal. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Also quälen. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Alter. Ich hasse sowas ja wie die Pest. Also, ich kann sowas halt überhaupt nicht verstehen, wie man halt Menschen foltern kann oder sonst irgendwas. Das weiß ich nicht. Das sind für mich einfach keine Menschen. Das ist unbeschreiblich. Ich möchte jetzt auch nicht so weiter ins Detail gehen oder irgendwie beleidigend werden. Deswegen erspare ich mir das.
Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf meinem Tablett präsentiert wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich runtergehen. Klingt plausibel. Huch. Okay, meine Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Tschüss.